Medien zeigten Fotos von blutverschmierten Angehörigen, die neben Leichen kauerten. Bis in die Nacht mussten Opferzahlen alle halbe Stunde aktualisiert werden, weil mit Ambulanzen immer weiter Leichen und Verletzte in die Kliniken der Region ankamen. Die Zeitung Don berichtete, der Attentäter habe 8 bis 10 Kilo Sprengstoff gezündet. Nur wenige Stunden nach dem Attentat reklamierten sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat Runde Klammer IS Runde Klammer als auch die Ghazi-Gruppe der radikal-islamischen pakistanischen Taliban die Tat für sich. Erst am Dienstag hatte sich ein Attentäter der pakistanischen Taliban bei einer Veranstaltung in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar in die Luft gesprengt und mindestens 20 Menschen getötet. Immer wieder gibt es dort besonders blutige Angriffe von vielen verschiedenen Extremistengruppen auf Regierung, Sicherheitskräfte, aber auch religiöse Minderheiten. Im Februar 2017 starben mehr als 75 Menschen in einem grausamen Angriff auf einen Sufi-Schrein. Im Oktober 2016 töteten Extremisten mehr als 60 Kadetten einer Polizeiakademie in einem nächtlichen Überfall auf ihre Baracken. Seit 2015 ist die Zahl der Anschläge in Pakistan vor allem wegen massiver Militäroffensiven gegen einige der Islamistengruppen stark zurückgegangen. Trotzdem hat die Wahlkommission das Militär gebeten, die Wahlen in knapp 2 Wochen mit rund 370.000 Sicherheitskräften zu schützen. Dann wählen mehr als 100 Millionen wahlberechtigte Pakistaner eine neue Nationalversammlung sowie Provinzparlamente. Quelle: NTV. De. Erneut gibt es in Pakistan einen Anschlag im Umfeld des Wahlkampfs. Es ist der blutigste Terrorakt in dem Land seit Jahren, mehr als 120 Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Gleich 2 Gruppen bekennen sich zu der Tat. Bei dem tödlichsten Anschlag in Pakistan seit Jahren sind in der Südprovinz Balochistan nach offiziellen Angaben mindestens 128 Menschen getötet worden. Das sagte der Verwaltungschef der betroffenen Region der deutschen Presseagentur. Zuvor war von 85 Toten die Rede gewesen. Mehr und mehr Menschen in den Kliniken sterben, sagte Kaim Leshari. Außerdem seien 130 Menschen verletzt worden. Bei einem kleineren Attentat auf eine Wahlveranstaltung waren schon am Morgen im Norden mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Das Attentat in der Region Mastung hatte am Nachmittag einer Wahlkampfveranstaltung der Balochistan Awami Partei gegolten. Ähnlich viele Tote gab es zuletzt im Dezember 2014 bei einem Angriff der Taliban auf einer Armeeschule in Nordpakistan. Damals starben rund 150 Menschen, die meisten Kinder. Danach ging wegen massiver Militäroffensiven gegen einige der Extremistengruppen die Zahl der Anschläge im terrorgeschüttelten Staat stark zurück. In Videos von dem Anschlag, die in sozialen Medien geteilt wurden, waren viele Tote auf einem blutgetränkten Teppich zu sehen, der offenbar in einem Zelt für Zuhörer ausgelegt worden war. Überlebende riefen nach Krankenwagen, im Hintergrund waren weinende Frauen zu hören. Der Ladung seien Metallteile wie Kugellager beigemischt gewesen. Doppelbekenntnisse sind üblich in Pakistan. Es war bereits der 3. Anschlag auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage. Balochistan ist die größte, ärmste und unruhigste Provinz des Landes.